Herzlich willkommen zu einer weiteren ETF-Vorstellung hier auf unserem Kanal. Heute geht es um einen neuen Halbleiter-ETF, der mittlerweile seit Mitte Dezember an der Börse zu kaufen ist. Ich stelle euch heute die einzelnen Titel vor, die enthalten sind und wie ihr ihn in euer Depot holen könnt. Bleibt dran, es geht direkt los. Kommen wir erstmal zu den Kriterien, die für die Aktienauswahl herangezogen werden. Und zwar besteht der Halbleiter-ETF natürlich aus Halbleiterunternehmen, also Unternehmen, die in der Halbleiterbranche tätig sind und dort den Großteil ihrer Umsätze generieren. Dazu kommt, dass in dem ETF nur Titel enthalten sind, die auch in den USA gelistet sind. Das heißt nicht unbedingt, dass die Unternehmen ihren Hauptsitz in den USA haben müssen, sondern nur, dass sie an der Börse dort gelistet sind. Dementsprechend können auch dort Unternehmen enthalten sein, die nicht in den USA ansässig sind, wie zum Beispiel Unternehmen aus Taiwan oder den Niederlanden. Aber das sehen wir später in der geografischen Auflistung nochmal genauer. Und außerdem hat der ETF ein Maximal-Cap, also können die einzelnen Titel nicht mehr als 10% Anteil haben in diesem ETF. Selbst wenn jetzt zum Beispiel ein riesiges Halbleiterunternehmen dort mit enthalten ist, der maximale Anteil ist auf 10% gedeckelt. Diese 10% können allerdings innerhalb von einem halben Jahr überstiegen werden, weil die Gewichtung jedes halbe Jahr erfolgt. Also nicht wundern, wenn gleich in der Auflistung ein, zwei Titel auch knapp über 10% haben. Tja, welcher Marktphase können wir den Unternehmen denn zuordnen? Da wir größtenteils Mid- und Large-Cap-Unternehmen in dem ETF enthalten haben, die natürlich auch relativ groß sein müssen, wenn sie in den USA gelistet sind, jedenfalls wenn ihr Firmensitz nicht in den USA ist, können wir davon ausgehen, dass die meisten Unternehmen hier in der Etablierungsphase sind und eventuell vereinzelte noch in der Bewährungsphase. Also die Unternehmen in dem ETF sind eher stabilerer Natur, bei denen man sich eher weniger Sorgen machen muss. Für ein paar mehr Details zu dem ETF schauen wir doch hier auf justetf.com. Und dort sehen wir erstmal den Namen, das ist der OneEgg Vector Semiconductor ETF. Wir sehen, wir sind gerade bei einem Kurs bei 19,17 Euro. Das Ganze ist über Xetra handelbar. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% pro Jahr und die Fondsgröße ist noch sehr klein mit 23 Millionen Euro. Das liegt aber daran, dass der ETF seit kurzem erst, hier unten steht, seit 1. Dezember 2020 zu handeln ist. Dementsprechend würde ich mir bei der Fondsgröße jetzt erstmal keine Gedanken machen. Es ist einfach nur ein recht neuer ETF im Moment. Es ist ein thesaurierender ETF, das heißt, dass die Gewinne werden reinvestiert und das Fonddomizil ist in Irland. Und vielleicht noch ganz nett zu erwähnen, dass die Replikationsmethode physisch ist. Also es werden auch genau die Aktien gekauft und in diesen ETF gelegt. Dann sehen wir jetzt hier den Kursverlauf, leider erst seit 1. Dezember, weil der ETF ja noch nicht so lange auf dem Markt ist, aber immerhin für einen Monat Performance 7,7%. Und für noch ein paar und natürlich für Informationen zu den Einzeltiteln schauen wir hier in das Factsheet. Und dort sehen wir erstmal die Performance von dem Referenzindex über die verschiedenen Jahre. Da hätten wir hier den letzten Monat eine Performance von 5,5. In 2020 gab es eine Performance von 76% und über die letzten 5 Jahre gab es eine Performance von 36%. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir zwischenzeitlich mal eine kleine Krise im Halbleitermarkt hatten und dementsprechend die Performance des Indexes hier nicht so gut gelaufen war. Und natürlich für uns interessant sind hier die Top 10 Holdings, die in dem ETF liegen. Da sehen wir erstmal, dass die Titel einen Maximalanteil von 10% haben können. Diese 0,31 heißt jetzt, dass die Aktie halt in dem letzten halben Jahr seit dem Rebalancing schon weiter gestiegen ist, dementsprechend hier 0,31. Normalerweise sollte das beim Rebalancing dann wieder auf 10% landen. Und die Top-Position ist ASML, der Halbleiterzulieferer aus den Niederlanden. Danach folgt schon Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das ist der größte Halbleiterproduzent der Welt mit Sitz in Taiwan. Was Technologie angeht, ist Taiwan Semiconductor ganz, ganz vorne mit dabei. Also wirklich Platz 1. Richtig, richtig tolles Unternehmen, was das angeht. Dann haben wir Nvidia mit 9,8%, Intel mit 9,7%, Qualcomm mit 9,1%. Qualcomm stellt eher Chips her für die Mobiltelefonie und für 5G. Dann Texas Instruments mit 7%. Texas Instruments ist ein bisschen breiter gefächert, was das Portfolio angeht. Also da gibt es nicht nur Chips für PCs oder Handys oder sonst irgendwas, sondern wir haben eine sehr breite Produktpalette. Dann Broadcom mit 6,6%, Advanced Micro Devices, das ist AMD, mit 5,9%, Micron Technology 4,5%, Applied Materials mit 3,8% und damit sind die ersten 10
Positionen fertig. Und wir sehen, wir haben in den ersten 10 Positionen einen Anteil von knapp 78%. Also wir sehen, die hohe Gewichtung der Top 10 zeigt natürlich, dass hier erstmal nicht so viele Positionen enthalten sind und dass natürlich die Performance dieser einzelnen Titel hier auch die Gesamtperformance des ETFs bestimmt. Aber dadurch, dass wir hier natürlich Marktführer in den verschiedenen Bereichen der Halbleiterei enthalten haben, ist es natürlich genau das, was wir für ein gutes Exposure in der Halbleiterindustrie brauchen. Dann sehen wir hier unten links noch die geografische Verteilung. Da haben wir mit 75% Unternehmen in den USA beheimatet. Dann kommen schon 12,5% in den Niederlanden, dann 10,2% in Taiwan, das ist Taiwan Semiconductors, und 1,3% in der Schweiz. Also der Großteil ist dann schon in den USA, aber ihr seht, dadurch, dass die Firma ja nur in den USA gelistet sein muss und nicht den Firmensitz in den USA haben muss, gibt es natürlich auch noch andere Länder in diesem ETF. Dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben hier einen ETF, der in einer Branche unterwegs ist, die noch sehr stark am Wachsen ist, weil natürlich der Halbleiterbedarf in den unterschiedlichsten Industrien weiter am Wachsen ist. Wir sehen das ja auch hier, immer mehr Devices, die unter den Deckmantel Internet of Things passen. Ja, dementsprechend braucht man da schon mal eine ganze Menge an Halbleitern. Dann der ganze E-Auto-Boom sorgt auch dafür, dass der Halbleiteranteil in den Autos sich drastisch erhöht. Und wir sehen, dass wir um die Halbleiter hier gar nicht mehr drum herumkommen. Dementsprechend das Wachstum in der Branche natürlich ungeschlagen. Wir haben ja auch gerade einen Halbleitermangel sogar. Also das spricht natürlich alles für diesen ETF hier. Was die Stärke des Kurses angeht, lässt sich an der Stelle keine Aussage treffen, weil der ETF ja erst Mitte Dezember aufgelegt wurde. Allerdings können wir sehen, dass der kurzfristige Trend hier unten rechts an dem einen kleinen Pfeil immerhin aufwärts gerichtet ist. Was Innovation angeht, sind wir auf jeden Fall in einem innovativen Bereich. Teilweise sogar im Einhornbereich, weil einige Unternehmen hier natürlich in den kompliziertesten, neuesten Technologien unterwegs ist. Also dementsprechend hier auch eine höhere Innovationsstufe auf jeden Fall. Und was die Kosten des ETFs angeht, sind wir auf jeden Fall in einem akzeptablen Bereich. Der ETF ist herausgelegt von OneEgg, also der OneEgg Vectors Semiconductor ETF. Und er ist kostenlos besparbar sogar bei der Comdirect und normal besparbar bei Scalable Capital. Also man zahlt da dann diese 1 Euro. Monatliche Gebühr, außer man hat noch keinen ETF bespart bei Scalable, weil der erste ETF, den man dort bespart, ist ja auch kostenlos. In dem Chart sehen wir auch, dass wir hier einen Run-Up hatten auf die 20 Euro, so Mitte Januar rum. Dann kam der GameStop-Crash, sagen wir mal, auf 17,50 Euro und seitdem hat sich das Ganze auch schon ganz gut erholt und wir sind hier wieder oberhalb des gleitenden Durchschnitts. Alles in allem sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich denke, der ETF ist eine gute Anlagemöglichkeit für diejenigen unter euch, die sich nicht so richtig wagen, ein spezielles Unternehmen in der Halbleiterbranche herauszupicken und dementsprechend mit dem ETF hier einfach die komplette Branche erschlagen und somit das Exposure im Depot in die Halbleiterbranche gegeben ist. Da wir jetzt noch nicht so viel Historie hatten bei dem ETF, können wir einfach mal hier in die zwei größten Titel reinschauen, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie es mit dem Kurs weitergehen kann. Deswegen werfen wir jetzt hier einen Blick in die Trendinvest Kristallkugel und schauen jetzt einfach mal ein Jahr lang in die Zukunft für ASML zum Beispiel. Dabei nehmen wir die Kurse von den letzten 3 Jahren als Referenz und wir sehen hier den Kurs der letzten 1,5 Jahre, wie er nach oben gelaufen ist und dann die Prognose in die Zukunft und ihr seht, das sieht schon sehr rosig aus. Also wir haben einen Erwartungswert, der liegt bei 803 Euro und der aktuelle Kurswert liegt bei 566 Euro und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% landen wir hier zwischen den ersten zwei schwarzen Balken. Das wären jetzt Beträge zwischen 583 und 917 Euro. Oh, die Kurse sind Dollar, Entschuldigung. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% landen wir zwischen den äußeren zwei schwarzen Balken. Das wären Werte zwischen 526 und 1000 Dollar. So, und dann werfen wir noch einen Blick auf Taiwan Semiconductors. Und da können wir sehen, dass wir auch ein ähnlich erfreuliches Bild haben. Also wir haben ja die letzten 1,5 Jahre einen schön auflaufenden Kurs gehabt. Und wir sehen hier, dass der Erwartungswert nicht ganz so hoch ist, aber dafür haben wir auch keine so große Erwartung, dass hier fallende Kurse kommen. Also alles in allem auch recht positiv mit einem Erwartungswert bei 156 Dollar und der aktuelle Kurs ist bei 134 Dollar. Dann die 50% Werte liegen zwischen 135 Dollar und 210 Dollar und die 80% Werte zwischen 122 und 245 Dollar. Also ihr seht, die zwei größten Titel in dem ETF haben schon eine positive Erwartungshaltung in die Zukunft und dementsprechend bin ich auch, was den ETF angeht, sehr positiv gestimmt für die Zukunft. Und ihr seht, ich habe euch mal wieder einen neuen interessanten ETF vorgestellt. Dementsprechend, falls ihr noch nicht abonniert seid, klickt hier unten rechts auf den roten Abonnieren-Knopf, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch keine spannenden ETFs und Aktienanalysen mehr in Zukunft.
Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zur Trendinvest Kristallkugel, dann klickt nach dem Video einfach hier oben rechts auf die Infokarte. Dort könnt ihr euch das Programm dann auch sogar runterladen. Ganz kostenlos. Und damit sind wir auch am Ende unserer Vorstellung heute. Wie hat euch der ETF gefallen? Würdet ihr dort investieren? Falls ihr noch ein interessantes Einzelunternehmen in der Halbleiterbranche haben möchtet, dann schaut doch hier oben rechts mal in der LAM Research Analyse vorbei. Und ansonsten gibt es hier unten rechts natürlich noch ganz viele weitere Aktienanalysen auf unserem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.